Ja, wo ist denn jetzt der dritte? Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch einfach nur ein Witz. Ein Witz ist das. Ei, Dämon, komm doch her. Ja. Ey, das ist doch echt nicht normal. Hi. Siehst du mich? Das ist doch nicht normal, Mann. Warum? Warum hat das Spiel was gegen mich? Ja, guck mal, jetzt kommen alle hier in meine Richtung. Ja, nee, ist klar. Ey. Das Spiel hasst mich einfach nur so abgrundtief. Komm, geh jetzt schnell hier nach rechts. Komm, komm. Oh, das war... Okay, wo gehst du hin? Wir können jetzt mal eben beobachten. Okay, der geht hier durch. Den können wir gleich angreifen. Okay, vielleicht doch nicht. Erstmal gucken. Erstmal gucken, wie die sich verhalten. Wir haben den ersten aber erstmal geschafft. Oh, ey, leck mich doch am Arsch. Das Ding ist... So zu sehen, also ich sag mal, ja, wir sehen die. Den einen, den anderen auch. Wissen aber nicht, in welche Richtung. Warte mal. So. Und so. Oh, das ist nicht gut. So, der kommt halt jetzt hier hin. Der andere ist da, dreht sich dann jetzt hier um. Ist es schlau, sich jetzt zu lösen? Nein. So, und dann so. Oh, ne. Ne, das... Oh, okay, aber wie können wir das anders lösen? Eigentlich müssen wir es genau so machen. Eigentlich müssen wir es genau so machen. An sich haben wir keine andere Wahl. Wir müssen zuerst den machen, der auch hier zu uns kommt. Und den anderen zum Schluss. Oder gar nicht, je nachdem. Weil theoretisch könnten wir an den vorbeigehen. Okay, vorbeigehen. Ihr wisst, wie ich das meine, aber... Okay, let's try. Ich hab den ja auch eben first try geschafft. Ich musste nur gucken, links, rechts und dann schnell WASD. Da musste ich gucken. Okay, der guckt jetzt dahin. Okay, ist gut. Ja. Verdammt, ich hätte es jetzt machen müssen. Verdammt. Okay. Warten wir nochmal im Durchgang. Im Durchgang. Nur warten wir mal eben. Warum diese blöden Dämonen? Da Musik, krieg dich ab.
Ja, ja, komm, 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 komm. Komm ich denn jetzt aus? Oh, das ist jetzt ärgerlich. Ich muss halt ganz genau. Ein falscher Schritt und ich bin tot. Okay, ich muss warten, bis er nach links geht. Nein, nicht da lang. Hier durch und dann sofort verstecken. Hi. Ich kann den Vogel nicht aktivieren. Das regt mich gerade auf. Aber, ganz ehrlich, das sollten wir hinbekommen. Wenn ich mich nicht dumm anstelle. Dann geht es gleich wieder schön in die Richtung. Ja, okay, da, ich warte noch mal eben eine Runde. Damit ich hier noch mal ganz genau den Laufweg nachvollziehen kann. Weil da geht nicht viel. Okay. Oh. Das mit dem Dämon macht mich fertig. Das macht mich fertig. Entschuldigung, ich brauche ja kein F drücken. Nice. Wehe, das war's nicht. Speichern. Oh, er speichert. Oh, ich bin dankbar gerade dafür. Und der Zug fährt hier nicht mehr. Okay, wir müssen jetzt einfach nur raus. Zug fährt hier nicht mehr durch. Okay. Hab gerade eine SMS gekriegt. Hast du gehört, dass gerade noch was passiert ist? Was? Etwas Schlimmes. Was? Jemand hat mir von einem Mord erzählt. Nein, das ist gerade eben erst passiert. Die Polizei flippt völlig aus. Hä? Was? Was ist passiert? Keine Ahnung. Klingt aber ernst. Heute Nacht wird was Schlimmes passieren. Okay, was ist passiert? Irgendwas ist passiert, Leute. Hast du gehört, was der Typ gesagt hat? In St. Benedict's ist gerade etwas Schreckliches passiert. In der Kirche? Was ist denn nur heute Nacht in dieser Stadt los? Nicht in der Kirche! Oh Mann, es wird wahr sein. Ich höre Sirenen. Nein, da ist doch hier das Mädchen. Scheiße! Zu die Eile, Jungs. Wo wollt ihr hin? Oh, oh nein. 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 Oh oh, was ist passiert? Nee, ey. Verlasse das Museum. Ja, und jetzt steht hier nicht, suche das Zimmer auf, sondern... Ja, begib dich zur Kirche. Leck mich. Na jetzt leck mich. Ey, ich schwöre euch, wenn Baxter das ist. Achso, warte, ich muss hier lang. Kotz im Strahl. Wenn Baxter irgendwas damit zu tun hat, ey. Immer mal kurz gucken, ob. Oder ob nicht. Ja, wait. Achso, da lang. Erstmal gucken, wo der Pfeil ist.
Hä? Wait. Wie komme ich denn jetzt dahin? Bin ich falsch gelaufen? Bin ich irgendwie falsch gelaufen? Nee. Oh nee. Boah, ich muss aber komplett auf die andere Seite. Ja, wartet. Ich muss aber komplett auf die andere Seite. GG. Ey, wie komme ich denn jetzt nochmal zur Kirche? Ich weiß, dass ich dafür natürlich hier zum Strand, sag ich mal, gehen muss. Aber wie komme ich denn da nochmal hin? Wo bin ich hier? Hä? Ich bin gerade vollkommen verwirrt. Ey, wie komme ich zur Kirche? Ey, das ist doch jetzt ein Witz. Wie komme ich zur Kirche? SPD. Ey, wie bin ich nochmal da zum Strand gekommen? Leute, lasst mich mal bitte gucken. Ich bin gerade verwirrt. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Hä? Wie bin ich nochmal zum Strand gekommen? Ich habe gerade keine Ahnung. Ey, wie bin ich denn bitte nochmal... Warte mal, mein Headset. Ah, das ist so schlimm mit mir. Ey, ich habe so einen schlechten Orientierungssinn. Da waren wir eben. Ich... Leute. Was hast du denn für ein Problem? Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, Leute. Nee, bin ich jetzt hier... Ich bin hier beim Friedhof. Hä? Ach cool, guck mal. Da finden wir nochmal was. Ja, aber wie komme ich zur Kirche jetzt? Katze, kannst du mir irgendwie helfen? Ey, ich versteh's nicht. Pass auf. Guck mal, ah, okay, pass auf, der führt mir jetzt der führt mich jetzt zum Weg. Oh, ich muss hier lang. Alter, wo bin ich bitte lang gelaufen? Jetzt bin ich am Strand. Wie auch immer ich das jetzt geschafft habe, irgendwo anders lang zu gehen. Oh Gott, ich will gar nicht wissen. Oh Leute, da leuchtet was. Hab ich da was übersehen? Scheint wohl so. Plakette der Piratengeschichte. Dieser Ort überblickt die favorisierte Anlegestelle vieler Freibeuter, die mit dem stillen Einverständnis der Kontinentalarmee während des Unabhängigkeitskrieges operierten. Salem war der Haupthafen für schwer bewaffnete, schnelle Schiffe, die die königliche Flotte bei ihrem Versuch, Druck auf den benachbarten Hafen Bostons auszuüben, angriffen.
Ich möchte gar nicht wissen, was jetzt in der Kirche passiert. Ich mache mich weg. Ja, glaube ich, schon wieder Dämonen. Oder? Ich weiß es nicht. Cops und Kriminelle gewöhnen sich an die Blaulichter. Und trotzdem können sie einem manchmal noch Schauer über den Rücken jagen. Du könntest glatt das Gefühl kriegen, diesmal sind sie hinter dir her. Wo ist Baxter? Oh, Joy. Bist du okay? Nein, nein, Joy. Joy, nicht! Verflucht. Ja, wir müssen hinterher. Das ist doch wohl klar. Das ist dir ja wohl klar, Ronan. Ronan on the Lieutenant? Hab sie erwischt, als sie hier rumschlich, sagt meine Freundin des Priesters. Nein! Pater McCauley, geht's ihm gut? Setz sie in mein Auto. Ich will sie selbst befragen. Und erinnere Brawls daran, dass die Tür sich nicht von allein bewacht. Ja, Sir. Das war eine einfache Frage, bitte! Sei nicht so hart zu ihr. Hey, hat schon jemand Baxter gefunden? Ah. Wir haben im Revier nachgesehen, waren bei ihm zu Hause. Gar nichts. Da stimmt doch irgendwas nicht. Mal ehrlich, haben Sie so etwas schon mal gesehen? Hm? Was denn? Das alles ist mir ein verdammtes Rätsel. Ich weiß nicht. Es wirkt alles so wahnsinnig. Wahnsinnig. Ich muss den Tatort finden, bevor Sie die ganzen Beweise wegschaffen. Ich finde heraus, was in der Kirche passiert ist. Joel und Iris sind in der Kirche. Ich muss sicherstellen, dass es ihnen gut geht. Ey, Leute, Polizei kann Baxter nicht finden. Ist das euer Ernst? Die Polizei sucht nach Baxter, findet ihn aber nicht. Das ist seltsam, mitten in einer Mordermittlung. Leute, ist das euer Ernst? Ey, ich will da nicht hin. Ja! Ja! Ist klar, Leute, ey. Warum müssen jetzt diese verkackten Dämonen wieder hier sein, ey? Ich hab's satt. Weil jetzt mal ganz im Ernst, wie soll ich die denn besiegen? Also jetzt mal wirklich Real Talk. Hier sind kaum Geister. Das ist doch jetzt echt ein Witz. Das ist doch ein Witz, ey. Das ist doch jetzt echt ein Witz. Warum müssen jetzt wieder Dämonen sein? Leute. Oh, Geschichte ansehen. Eine Reihe mysteriöser Erinnerungen gesammelt. Hä? Es war ungefähr Sonntagmittag, als mich die Bitte des Priesters erreichte. Er suchte nach jemandem, der die alte Kirche reparieren könnte. Sie stand seit über 40 Jahren verlassen auf dem Hügel, nachdem ein Blitzeinschlag 98 einen äußerst verheerenden Feuerschaden verursacht hatte. Natürlich erklärte ich mich einverstanden. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, sobald ich sie betrat und mich ein unerklärlicher Schauer überkam. Ich schüttelte ihn ab und begann mit der Arbeit. Als ich die beschädigten Bodendielen aufriss, naja, eigentlich waren sie alle zerstört, entdeckte ich ein altes Rattennest. Es sah aus wie jedes andere, das ich in meinen 22 Jahren auf dem Bau gesehen hatte, bis mir auffiel, dass dieses aus menschlichen Haaren und Knochen gemacht war. Plötzlich begannen die Bretter im ersten Stock über mir zu knarzen und ich hörte das Weinen eines jungen Mädchens. Nun, ich sorgte mich, dass der beschädigte Teil der Decke unter ihrem Gewicht nachgeben könnte und rief, »Hey, halt, komm sofort runter!« Meine Stimme musste sie erschreckt haben,
denn sie wurde auf einmal völlig still. Also stand ich auf und machte mich auf die Suche nach ihr. Als ich den Raum oben betrat, war ich überrascht, ihn völlig leer vorzufinden. Ich hatte keine Minute nach oben gebraucht. Und wenn das Mädchen fortgerannt wäre, hätte ich sie gehört. In dem Moment hörte ich wieder das Weinen, diesmal aus dem Glockenturm. Als ich die lange und tückische Treppe hochstieg, bemerkte ich Flecken auf dem Boden, die wie getrocknetes Blut aussahen. Als ich endlich den Glockenstuhl erreichte, war ich vor Entsetzen förmlich gelähmt. Vor mir lag die verwitterte Leiche eines kleinen Mädchens. Ihrer von der Sonne gebleichten Kleidung und den verwitterten Knochen nachzuurteilen, hatte sie wohl den Großteil der 40 Jahre, die dieser Ort verlassen war, dort gelegen. Die Ratten hatten ihre Knochen sauber abgenagt. Ich rannte weg. Ich hielt erst an, als ich in der Stadt war. Der Zahn der Zeit hatte es den Behörden unmöglich gemacht, die Identität des kleinen Mädchens festzustellen. Salem wird wohl nie wissen, wer sie getötet hat. Manche sagen, sie hören sie dort immer noch weinen. Ich selbst bin nie zurückgegangen. Oh, sorry. Da bin ich wieder. Hey Leute, warum? Warum tun die uns das an? Warum tun die mir das an? Ich habe keine Lust dazu. Wisst ihr das eigentlich? Ich habe keine Lust dazu. Warum müssen wir jetzt wieder gegen fucking Dämonen kämpfen? Ja, jetzt kommt hier natürlich einer gleich. Oh. Mann, ich will nicht. Obwohl, wartet mal, ich hab vielleicht eine Idee, wie wir das überspringen können.